Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, das letzte Mal stehen geblieben hier in der Hyrule-Stadt und es ist eine ganze Weile her, dass ich gespielt habe. Warum? Ganz einfach erklärt, mir ist das Savegame warum auch immer verschütt gegangen und ich musste alles nochmal neu spielen. Ja. Allerdings, als ich das dann wirklich alles... Oh, da kann ich rein. Als ich dann wirklich dachte, ich habe das wieder an den richtigen Punkt gespielt und so, wollte ich eigentlich nochmal aufnehmen und was ist passiert? Prompt war die Date wieder futsch. Also habe ich das alles nochmal zu diesem Punkt gespielt und ich habe echt die Schnauze voll vom Dekobaum. Ein Glück ist der Sack tot. Naja, egal. Aber auf jeden Fall, machen wir jetzt weiter hier in Hyrule. Ich hatte auch eigentlich schon mal ein bisschen weiter gespielt. So zwei Parts, die sind mir dann aber auch verschütt gegangen. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was ich jetzt machen muss. Ich glaube, das mit den Türen ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin, glaube ich, direkt hier hinten lang gegangen. Wenn das überhaupt... Ja doch, das ging ja. Nee, aber dann gucken wir erstmal, was hier drin ist. Ich habe keine Ahnung. Minenbowlingbahn. Oh, tut mir leid. Wir haben noch nicht geöffnet. Komm bitte später wieder. Okay. Wow, was ist das denn? Kann ich hier nicht vielleicht? Nee? Schade. Boom! Voll gegen die Wand. Okay, dann kommen wir eben später wieder. Egal. Machen wir das halt. Marktplatz. Dürfte bekannt sein. Kann man eigentlich die Treppe hier hoch? Ja, man kann sie hoch. Meine Güte, ist das grafisch. Oh, cool, Rubine. Oh, da steht ja jemand. Es heißt, die Hylianer hätten so große Ohren, um die Stimme der Götter hören zu können. Aber ich habe sie nie gehört. Super Special Awesome Attack! Oh, Deko-Nüsse. Oder Deko-Kerne. Der Baum steht im Weg. So. Oder gehen wir mal... Da ist noch eine Tür. Machen wir die mal auf. Schatzkisten-Poker. Vorübergehend geschlossen. Erst abends geöffnet. Dass das alles immer geschlossen ist. So, und da hinten bin ich auch nicht lang gegangen das letzte Mal. Na, wer bist du denn? Hey, Kleiner, ich verrate dir etwas. Ich hörte, dass sich in der Nähe des Schlosses eine geheimnisvolle Quelle befinden soll. Awesome. So, gehen wir mal hier rein. Ich sagte, Link, gehen wir mal hier rein. Dab, 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 dab. Okay. Das Einzige, was wir machen könnten, ist ein bisschen auf der Ocarina rumklampfen. Wunderbar. Aber das bringt uns anscheinend noch nicht viel. Vielleicht wird der Raum später noch wichtig sein. Komisch. Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Ach so, Navi hat das gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich Navi für eine Stimme gegeben habe. Ach ja, ich nenne meine Fee ab jetzt aber auch nicht mehr Navi, sondern bei mir heißt sie jetzt einfach mal Cookie. Weil ich mache das ja für die liebe Cookie. Und daher wollte ich irgendwo... sie mit einbauen und deswegen heißt meine Fee jetzt Cookie. Ich hörte, dass es irgendwo eine Kreatur geben soll, die ilianische Schilde frisst. Na, ich bin's nicht. Wer guckt? Was willst du denn, Kleiner? Oh, ein Hüli. Ah, das kann ich mir noch nicht leisten. Okay, gut. Das bessere Schild, das hole ich mir dann auf jeden Fall, wenn ich genug Zeugs habe. Alter, von den... Ah, da wird mir voll schlecht, wenn ich den zugucke. Geredet habe ich... Oh, cool. Noch mehr Büsche. Oh, da geht's auch lang. Wo es hier nicht überall lang geht? Was mit dir? Was bist du? Man erzählt sich, es sei 7.18 Uhr. Die steinerne Statue scheint dir etwas sagen zu wollen.
Gucken wir mal hier, können wir da noch rein? Alter, ist das grafisch... Naja, sag ich mal... Nicht gerade so doll. Vielleicht liegt das auch am Emulator oder so, ich weiß es ja nicht genau. Zitadelle der Zeit. Oh, cool. Kann man hier schon was machen? Kleiner Spoiler. Ah, ich würde fast mal denken, hier oben... Hier sind drei Vertiefungen und eine Inschrift. Jener mit den drei heiligen Steinen nehme seine Ocarina zur Hand und spiele die Hymne der Zeit. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Ja. Die drei Vertiefungen sind wahrscheinlich für die drei Triforces und mit der Ocarina, da brauchen wir erst die richtige Ocarina, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, ich kenne dieses Spiel nicht, aber ich kombiniere einfach aus dem, was ich so halbwegs mal mitgekriegt habe immer. Meine Güte, ey, was ist denn das für grafischer Müll? So, hier kommt man auf jeden Fall nirgendwo mehr hin. Kann's kaum erwarten, wenn ich mir das 3D-Remake geholt habe. Das dann ordentlich spielen kann. So, wo müssen wir jetzt noch hin? Was hatte ich gesagt? Hier hinten um die Ecke. Da war ich noch nicht. Da bin ich das letzte Mal angegangen. Genau. Ah, du kommst mir doch bekannt vor. Dich kenne ich doch. Was habe ich denn hier für eine Stimme gegeben? Ach, ich weiß es da nicht mehr. Hey, was ist? Was ist schlimm daran, den Tag über rumzuhängen, Kleiner? Was willst du? Ich will kämpfen! Ah, ich schneide die Beine ab. Ah, verdammt. Geht nicht. Komisch. Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Dann gehen wir mal da lang. Das wusste ich nämlich auch noch. Ah, du bist's. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheinen die Hunde die Nacht zu mögen. Komisch, oder? Ganz und gar nicht. Ich bin ja auch eine Nachteule und wenn ihr was hört, sind meine Nachbarn, die gerade wieder mit Party anfangen. Ah, okay, da kommt man hier hinten wieder lang. Stimmt, da war ja was. Ja, bin ich gar nicht lang gegangen. Ich dachte gar nicht, dass man da hinten lang geht. Was erzähle ich denn hier? Soll ich doch nicht anlügen, Leute. Na, Omi? Alles schick? Ich weiß schon, ich sollte zum Hyliasee gehen. Da wird immer eine Menge interessantes Zeug angeschwemmt. Ja, ich weiß. Ich habe das nur für meine liebe Cookie gemacht, weil die das so cool fand, wie ich die Oma gesprochen habe. Schloss Hyrule. Genau, hier kommt man zum Schloss. Und da oben war die Eule. Oh, wie ich sie liebe. Oder habe ich doch richtig gesehen? Genau. Link, hier entlang. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Ah, okay. Bis hier auf diesen Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Und ja, ich habe gerade meine Stimme einfach so geändert. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Ah, geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Ja, ich bin sehr weise, total. Deswegen nehme ich mich selbst auf, wie ich Spiele und rumfehle. Ganz einfach. Weil ich bin ein Mann mit Verstand. Weißt du, mördern will ich haben. Die Wache darf mich nicht sehen. Oh mein Gott, er hat mich gesehen. Also du sagst, du willst Prinzessin Zelda sehen? Wie? Du hast bestimmt im Ort von ihr gehört und willst sie jetzt unbedingt kennenlernen. Nun... Geh heim, verschwinde. Einem wie dir würde die Prinzessin niemals Audienz gewähren. Das wollen wir doch mal sehen, ne? Weißt wohl nicht, wer ich bin, ne? Ich bin Link. Link. Also ich bin nicht Link, sondern Link.
Wie auch immer. Nein! Komm her, Rubin! Verdammt. Ich muss mir merken, die Steine nicht irgendwo hochzuwerfen. So, kann jetzt bitte mal hier Nacht werden? Weiß nicht. Ach, das ist einfach nur Deko. Was ist, wenn ich die Wache einfach mal in den Kopf schieße? Gar nicht. So, wollte ich nur mal so gemacht haben. Wenn ich wüsste, wie Cookies Melodie nochmal ging, dann würde ich Cookies Melodie nochmal spielen. So, waren wir hier jetzt irgendwo noch nicht, wo ich erstmal hingehen kann? Da hinten waren wir... Waren wir hier schon? Ich glaube ja. Ich weiß nicht mehr genau. Nee, hier waren wir noch nicht. Ein Gerücht besagt, dass es einen Laden gibt, der das ultimative Elixier verkauft. Willkommen! Ich bin so unglaublich hübsch, dass es fast schon weh tut. Ja, total. Aber ohne Scheiß, die wollten da so einen richtigen Hübschling hinstellen. So, was machen wir denn jetzt so? Ach ja, genau. Okay, ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Erstmal für ein paar Rubine grinden. Wäre doof, weil das dauert irgendwie zu lange, weil hier nicht so viele Büsche sind. Ja, ja, ja. Nein, nicht mit ihm reden. Bla bla bla. Seitenstraße, bla bla bla. Lunlun Farm, bla bla bla. Genau da wollen wir hin. Zur Lunlun Farm. Bam. Deswegen gehen wir nochmal da lang. Ich hoffe, das war jetzt auch richtig. Wenn nicht, dann war ich jetzt da nicht richtig. Oh, cool. Eine Tür. Ich habe die Türen gar nicht beachtet. Schätze! Vasen! Wunderbar! Kommt, lass uns wieder die Einrichtung zerschmeißen. Aber wie er guckt, hast du jetzt Spaß, Kleiner? Mach ruhig weiter so, zerstöre es! Aber es wird dir nichts nützen. Doch, ich kriege ganz viele Rubine. Und kann mir jetzt endlich diesen komischen Schild leisten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon muss, aber ich hole mir einfach mal. Weil, wie ihr wisst, ist dieses Spiel immer noch blind. Ach, ich kann gar nicht mehr Rubine tragen. Ach, dann haue ich hier mal lieber ab, bevor ich hier was öffne. Und dann kommen da Rubine raus. Ach nee, deswegen kommen wahrscheinlich gar keine Rubine mehr raus, weil ich jetzt gerade voll an Rubine bin. Das heißt zurück. Genau, Eevee. Genau das heißt es. Ist gut, Eevee. Eevee, ich nehme nur wieder auf. Jetzt sei mal bitte ruhig. Okay? So, da hatte ich gerade ein bisschen Stress mit der Katze, weil die sich schon wieder wundert, warum ich hier so viel rumlabere. Naja. Hm, willkommen! Das willst du kaufen? Hm. Der guckt immer so ungläubig. Der Hylia-Schild! Geh ins Ausrüstungsmenü, um A anzuwählen. Möchtest du noch etwas kaufen? Na nö. Ach ja, genau, das Rumbackende. Stimmt ja. Doch. Genau. Spielstand sichern? Sicher sichern wir den Spielstand. Aber dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Und dann, ach nein, stimmt ja, das hier ist ja eine vollkommen vergessen, dass das hier soll ja eine Extended-Folge sein. Und von daher sprechen wir die Oma nochmal an. Nee, von nicht nochmal ansprechen. Yay, aber ich habe einen größeren Schild, wunderbar, zack. Nee, das habe ich gerade vollkommen verdrängt, dass die Folge ja eine Extended-Folge sein soll. Habe ich das zu Beginn der Folge gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das bedeutet, die geht ungefähr eine halbe Stunde.
Und nicht nur das, denn, ja, wenn ihr diese Folge seht, dann kommt genau am selben Tag, am Samstag, dem 21. Januar 2012, noch eine Folge von Zelda, Let's Play Zelda Ocarina of, Let's Play The Legend of Zelda Ocarina, nein, hier, komm, weg damit. Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time, aber dann in einer ganz normalen Länge. Kann man nicht auch irgendwie rennen? Was ist das denn? Okay. Oh yeah. Okay, so kann ich weit gucken, so kann ich das Menü wegschalten. Ach so, okay, gut. Dann gehen wir mal hier lang. Ich glaube, hier war doch irgendwo die London Farm, oder nicht? Oh, hier müsste irgendwo die London Farm gewesen sein. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Und es wird nachts. Und wenn es Nacht wird, dann komme ich eigentlich schon gar nicht mehr in die Stadt rein, weil sie dann das Tor hochmachen. Deswegen frage ich mich, wie ich nachts überhaupt in die Stadt kommen soll. Und jetzt kommen wieder die komischen Kreaturen raus. Oh, cooler Sonneneffekt von links. Und ich habe dank dem Alligator 1024, beziehungsweise nicht dank ihm direkt, aber dank seinem Let's Play von Super Mario 64 herausgefunden, dass ich hier weg muss. Nein, ich habe dank ihm rausgefunden, dass man sich theoretisch auch Texturenpacks keine Ahnung, ob ich das Ding überhaupt besiegen soll. Ich glaube, das hier müssen wir noch nicht machen, oder? Ach komm, wir machen es jetzt einfach. Keine Ahnung, scheißegal, was wir machen müssen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nein, verdammt. Game over. Und das schon im 7. Part, Leute. Spielstand sichern? Ja. Spiel fortsetzen? Ja. Oh mein Gott. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, die haben mich einfach in den Schlossgraben geworfen. Ist ja auch nicht schlecht. Ach so, durch den Schlossgraben, da war doch irgendwie was. Am Schlossgraben, ich glaube an der Südseite oder sowas, haben die doch gesagt, hat der eine doch gesagt, von wegen, da ist ein Loch, wo er gar nicht durchgekommen ist. Aber hier war jetzt alles, da wäre ich auch nicht durchgekommen. Gut, wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte zur London Farm, aber... Wart, hey... Der Dekobaum wollte, dass wir die Prinzessin im Schloss von Hyrule besuchen. Sollten wir uns nicht etwas beeilen? Ja, Cookie, sollten wir. Nein, hör auf. Verschwende nicht deinen ganzen... Nüsse. Kerne, wie auch immer. Nur die Frage ist für mich, wie... Wie? Wo, wie sollen wir zum... ich weiß es nicht. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal den Weg da zurück. Da links ist der Wald, aber da müsste man doch auch irgendwo hin. Ach, verdammt nochmal, ich weiß nicht mehr, wie das war. Oder ist das da die London Farm? Ach Leute, ich weiß es nicht mehr. Wegweiser. Was sagst du mir, Weiser Wegweiser? Ah, sag ich doch, Talons und Malons London Farm. Da lang musste ich und nicht nach rechts weg.
Seht ihr, Leute, das ist schon wieder für mich total blind, auch wenn ich, wie gesagt, das schon mal eigentlich gemacht habe, aber ich bin blind wie... Oh, sonst nicht was. Lanlo Farm! Ich hoffe mal, das Hylia-Schild, das bringt mir jetzt auch schon was. Ein Herz, jo, mehrere Herzen. Haben die Herzen vorher nicht anders ausgesehen? Irgendwie so größer und unausgefüllter und so? Ich meine jetzt nicht die Herzteile oder so. Stall. Kuh! Hey Bertha! Willst du Beef? Nee, du bist ja Beef. Okay, die scheinen mir nicht gerade intelligente Sprüche in den Kopf knallen zu können. Außer... Ja, das war ich gerade. Das war nicht irgendein Mu-Sound-Effekt oder so. Gehen wir mal hier rein. Mal sehen, was da so drin ist. Hühnchen! Yay, Hühnchen durch die Gegend werfen macht voll Spaß! Ich wette, das müssen wir irgendwann nochmal machen oder so, die Hühnchen fangen oder irgendwas. Aber erstmal öffnen wir hier die Tür und gucken mal, was dahinter sich verbirgt. Hier ist auch wieder nichts. Aber wieder ein bisschen Einrichtung zu zerschmeißen. Wieder ein bisschen die Leute ausrauben. Ich habe keinen Bock, jetzt die andere auch noch zu werfen. Ja, wunderbar. Wie soll ich denn da rankommen? So, geht doch. So, dann machen wir hier wieder auf. Und jetzt Huhnangriff, oder wie? Hätte sein können. Huiuiui. Also ein Blind-LP von Zelda zu machen, ist echt scheiße schwer, Leute. Besonders, wenn man keinen Plan hat, wo man hin soll. Was? Wer hat dir erlaubt, dich hier rumzutreiben? Armseliger Wicht. Ich bin Basil. Diese Farm liegt... irgendwas. Ich arbeite schon verdammt lange hier. Talon, der faule Sack, ist mein Chef. Heute zum Beispiel wollte er nur schnell Milch im Schloss abliefern. Doch er ist noch immer nicht zurück. So ist es fast jeden Tag. Ich habe die ganze Arbeit am Hals. Manch Mann hat es nicht leicht als rechtschaffener Arbeiter. Das könnte eventuell sogar wahr sein. Und wenn wir jetzt hier rumgehen, passiert da irgendwas oder? Na, hier komm, machen wir mal das Menü aus. Oder? Ist da irgendwas? Nö. Achtet, hier wird wahrscheinlich irgendwie so eine Art Rennen. Strecke sein oder irgendwas. Oder kann ich hier rein? Öffnen? Nein? Schade. Hey Cookie, da bist du wieder. Oh, da kann man rein. Da ist eine Tür, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Da will ich rein, da will ich rein. Oh, gibt's nicht irgendwie eine schnellere Variante zu laufen oder irgendwas? Oder irgendwie, wie man sich beschleunigen kann? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Werde ich zwar die nächsten 3-4 Folgen immer noch nicht anwenden, aber wenn ich denn irgendwas weiß... Ja, Kuh. Milch. Milch, genau. So, hier ist aber auch nichts zu holen. Wenn doch, dann habe ich es einfach übersehen. Ich wette, ich bin schon an so vielen Geheimnissen vorbeigegangen. Ja... Das ist schon nicht mehr feierlich, aber naja. Was hat denn der rote Pfeil dazu bedeuten? Heißt das, da muss ich hin? Ich weiß es doch nicht. Oh, da ist ein Pferd. Bleib stehen! Bleib stehen! Nein, nicht von mir wegrennen! Weißt du was, dann gehen wir einfach andersrum und gehen ihm entgegen. Boah. Ich bin
bin zwar manchmal ein bisschen neben der Spur, aber so dusselig bin ich auch wieder nicht, dass ich versuche, den ganzen Tag dem Pferd in die gleiche Richtung hinterher zu rennen. So, komm her, ich bin bereit. Können wir dir was machen? Offensichtlich ja nicht. Ja, ich weiß, ich will immer gleich alles abschießen. Hey, was machst du denn da? Das will ich doch gar nicht. Auch ich bin die Steuerung von Super Mario und so immer so sehr gewöhnt. Ah, ich kann ja hier einfach zu den Pferden gehen. Sehr intelligent von mir. Aber was kann ich hier machen? Noch gar nichts. Und wer bist du denn? Hallöchen. Nichts. Auch nur ein paar davon. Ich wette, ich bin schon noch viel zu früh hier. Ich wette, ich muss hier noch gar nicht hin. Wie gesagt, ich habe keinen Plan. Du sagst mir jetzt immer noch das Gleiche, oder? Ja. Okay, Operation London Farm hat sich dann also nicht gelohnt. Wapp. Auch mit einsammeln kommt. Kommt her, meine Rubinchen. So, dann habe ich aber immer noch keine Ahnung, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Aber naja, ich habe versprochen, dieses Let's Play zu machen, also mache ich dieses Let's Play. Das ziehe ich hammerhart durch. Und wenn es auch 200 oder 300 Parts dauert, ich hier zum Hyrule Schloss gekommen bin. Gehen wir mal hier. Oh. Das kommt mir so gar nicht bekannt vor. Oder etwa doch? Nee, ich glaube, das ist mir jetzt neu. Oh nee, nicht noch so ein Ding. Ich hasse die Teile. Ich hasse die Viecher echt jetzt schon. Link, ich habe dich erwartet. Wohin werden dich deine Schritte als nächstes lenken? Begib dich gen Süden. So kannst du die ruhigen Wasser des Hylia-Sees erkunden. Im Westen hingegen liegt das Gerudo-Tal. Auf der anderen Seite dieses Tales befindet sich die Gerudo-Festung. Welchen Weg du auch immer wählst, die Macht des Triforce möge dich begleiten. Muss ich meine Worte wiederholen? Nö. Was auch immer das Schicksal dir bescheren mag, lass dich niemals entmutigen. Wir doch sowieso nicht, würde ich sagen. Aber ich würde dann mal sagen, das war's für diese Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich bin HBK und ich würde mal sagen, tschüss, bis gleich.